Gerne möchte ich Ihnen nun unser Loadmaster-System näher vorstellen. Unser System ist auf einer Modulbauweise aufgebaut, mit der wir sowohl Standard-, aber auch kundenspezifische Lösungen konfigurieren können. Solch eine Kundenlösung sehen Sie hier im Hintergrund. Wir hatten hier auch verschiedene Anforderungen und Herausforderungen zu lösen. Eine Anforderung war zum Beispiel das Platzproblem, auf das man sehr oft trifft. Hier hatten wir einen Platz zur Verfügung, der eher schmal war, aber in der Länge zur Verfügung stand. Und mit unserer 360-Grad-Funktion, also bedeutet, dass wir Paletten an allen vier Seiten vom System be- und entladen können, das haben wir genutzt und haben die Werkzeugmaschine an die rechte Stirnseite von unserer Automation angedockt. Das Loadmaster-System selbst ist jetzt so aufgebaut, dass das Fahrzeug in der Mitte durchfährt, direkt stirnseitig zur Maschine. Auf der Rückseite sind die Speicherplätze angeordnet, sowohl auch auf der Vorderseite und auch die Setup-Station. In diesem Fall haben wir zwei Etagen. Das kann aber auch auf drei, vier oder fünf Etagen realisiert werden. Beim Loadmaster bis zu einem Transportgewicht von 5000 Kilogramm. Auch eine Herausforderung und Anforderung vom Kunden war die Setup Station. Das ist ja der Punkt, wo der Bediener nachher die meiste Zeit, die meiste Arbeitszeit verbringt, um seine Bauteile auf- und abzurüsten. Und hier war die Ergonomie im Vordergrund. Was haben wir gemacht? Wir haben geschaut, dass er so offen wie möglich ist, mit Lichtschranken abgesichert. Hier haben wir einen Hauptweg, wo er seine Bauteile dann direkt in die Setup Station bringen kann und wieder herausnehmen kann. Und auch hier seitlich haben wir noch offen, dass der Bediener direkt zur Maschine oder zur Bedienstation gehen kann. Im Rischblatt selber haben wir noch integriert einen zusätzlichen Bedienpult, wo der Kunde sich Auftragsdaten und Prozessdaten anschauen und steuern kann. Er hat sich selber auch noch, das sieht man hier im Hintergrund, eine Tafel eingebaut mit seinen ganzen Werkzeugen, die er für seinen Spannprozess braucht. Hier sehen Sie mal exemplarisch ein Bauteil vom Kunden. In diesem Fall eine Länge von 2,9 Meter, 1,6 Meter hoch und 1,4 Meter tief mit einem Transportgewicht von bis zu 3000 Kilogramm. Also doch schon eine größere Dimension. Der Kunde hat sich dann selber noch einen zusätzlichen Bildschirm in das System eingebaut, wo er sich zur Unterstützung vom Bediener zum Beispiel Werkstückzeichnungen anzeigen lässt, Spannpläne anzeigen lässt oder auch Bilder, Arbeitspläne und so weiter. Einfach zur Unterstützung vom Bediener. Was haben wir noch gemacht? Ein Wunsch vom Kunden war es auch, dass er im Rischplatz keine Stufen hat. Das bedeutet, er wollte eine Ebene haben, sodass der Bediener keine Steps machen muss, keine Stolperfallen vorfindet. Und da haben wir unsere Bodenwanne, wo wir die Chips auffangen, also die Späne, wo wir Bohremulsion auffangen, in den Hallenboden eingelassen. Also es ist rundum eine gelungene Setup-Station und eine gelungene Gesamtanlage geworden. Wenn Sie noch weitere Informationen über unsere Produkte oder über das Loadmaster-System haben möchten, können Sie uns gerne ansprechen oder auf den üblichen Medien reinschauen, wie Instagram, LinkedIn, YouTube oder auch auf unserer Smart Factory auf unserer Homepage. Ihr Ansprechpartner für das Loadmaster-System, Alexander Winter.